Mahlzeit, meine Damen und Herren. Ich komme rum, ne? Sie auch mit mir. Gestern aus dem Zug in Frankfurt, heute aus dem Hotel in Berlin. Aber es macht Spaß, Mahlzeit zu machen. Vor allen Dingen, wenn man gestern auf Walt Disney geguckt hat, oder? Über 7% die Aktie im Plus. Was passiert? Die haben die ersten Abozahlen nach nur einem Tag. 10 Millionen Abonnenten bei Disney Plus. Haben die Anleger gefeiert, haben die Aktie sofort 7% in die Höhe geschickt. Ein neues Allzeithoch, ein neues Kaufsignal. Es läuft einfach bei Walt Disney. Können wir uns freuen? Also alles gut gemacht, alles richtig gemacht. Aber ich muss trotzdem ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken. Wir wissen ja, habe ich auch im Vorfeld schon öfter in der Sendung erklärt, Walt Disney hat eben auch einen Deal mit Verizon. 100 Millionen Kunden hat Verizon, 50 Millionen davon können Disney Plus ein Jahr lang kostenlos gucken. Na, natürlich haben sich ein paar davon wahrscheinlich auch dabei angemeldet, aber nicht komplett für lau können die gucken. Verizon muss immerhin für die an Disney Plus zahlen, also umsonst ist das Ganze auch nicht. Trotzdem Disney hat nicht gesagt, wie viele jetzt noch im Probeabo sind und wie viele sofort abonniert haben. Trotzdem muss man darauf warten. Start ebenfalls absolut geglückt, Aktie voll im Plus. Alles richtig gemacht. So kann es weitergehen bei Disney. Wir gucken natürlich weiter auf den Wert. Und jetzt gucken wir auf den DAX und wir sehen, der Kollege ist schon wieder im Minus. Ja, schon wieder. Handelsstreit belastet immer noch so ein bisschen keine klare Aussage. Die Anleger werden nach wie vor sind, oder sind nach wie vor vorsichtig. Trotz guter Zahlen, die wir heute jetzt gesehen haben, zumindest von RWE, die haben die Prognose erhöht und von äh, Merck. Die sind auch ein bisschen mutiger geworden, aber trotzdem nur die Merck-Aktie beide nicht im Plus. Und dann haben wir noch Henkel, die haben schlechte Zahlen gebracht, die sind dann sowieso im Minus. Ne? Also von daher ist das alles ganz komisch. Wir gucken nochmal drauf. Henkel, wir sehen es gerade aktuell fast minus 2%. Gut, da passt es nicht so richtig. Der neue Vorstandschef ist ja am Ruder und der muss jetzt sich erstmal auch mal beweisen. Aber das dauert noch ein bisschen. Da lassen wir erstmal die Finger von. RWE ist bei mir auf der Watchlist, haben gute Zahlen gebracht. werden immer mehr zum größten grünen Energieversorger Europas. Und trotzdem heute, kleiner Rückschlag, vielleicht Zelle und Good News. Man hat alles nach oben gehoben und hat die Prognose angehört, erhöht so und jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht. Ich bleibe dem Wert jedenfalls auf meiner Watchliste noch treu. Ich denke, das kann noch weitergehen. Aktuell gehen wir raus. Die Aktie ist ja auch in diesem Jahr schon sehr gut gelaufen. Muss man ja auch sagen. Wenn dann gute Nachrichten kommen, sagt der eine oder andere vielleicht na okay. Dann nehme ich halt mal eben die Gewinne mit. Deswegen RWE heute im Minus, Merck auch im Minus. Die haben aber auch die Prognose leicht angehört. Die haben ja in diesem Jahr zugekauft. Zu Merck hat sich für mich hervorragend aufgestellt. Also ich finde, hier muss man jetzt auf den Chart, wenn man drauf guckt, muss man tatsächlich mal überlegen, ob sich da nicht eine Möglichkeit ergibt, wenn die Aktie jetzt nochmal so ein bisschen darunter kommt. Vielleicht sogar noch unter 100 Euro. Na gut, das ist jetzt ein bisschen viel, aber vielleicht unter 105. Da würde ich auf jeden Fall sagen: ups, aufpassen, genau hingucken. Dann auch Neuigkeiten heute von Wirecard. Gibt wieder eine neue Kooperation in China, beflügelt die Aktie, war ja gerade heute wieder stärkster Wert. Hm. Hm, Sie wissen ja, ich bin auf die Short-Seite gewechselt. Seitdem steigt die Aktie. Hm, vielleicht sollte ich jetzt wieder auf die Long-Seite wechseln. Dann freuen sich die Shorties. Aber nein, hin und her macht Taschen leer, kennen wir ja. Wir bleiben erstmal noch auf der Short-Seite, gucken, wie es sich entwickelt. Aber der goldene Weg war es jetzt nicht, muss man auch zugeben. Die Aktie seitdem eigentlich gut im Plus und mein Turbo-Bier, den ich habe, deutlich im Minus. Also von daher, aber ich habe geguckt. Gerade aktuell hält es sich so die Waage. Wäre ich noch im Long-Bereich drin gewesen, wenn wir genauso in dem Bereich im Minus, wie ich jetzt mit dem Turbo-Bier im Minus bin. Also noch nichts angebrannt. Können wir mal gucken, wie es weitergeht. Gucken wir uns die Tops und Flops im Einzelnen an. Wir sehen es, Wirecard ist auf Platz 1. Dann haben wir E.ON, Vonovia, Covestro und Fresenius Medical Care. Das sind die Aktien, die es im Plus halten. Wir sehen, die Anleger nehmen Risiko raus. Die Anleger gehen auf defensivere Werte. Und deswegen haben wir bei den Verlierern, RWE ist natürlich auch eher ein konservativer Wert, komischerweise. Daimler Dann müssen wir auch noch drüber sprechen. Da war heute die große Strategieverkündung von Kellenius und äh, ja, wir sehen es an der Reaktion. Den Analysten, den Experten, keinem hat es gefallen, was Daimler da präsentiert hat. Man baut weniger Dieselmotoren und alles, man will sparen, sparen, sparen. Sparen das war eben nicht das Allheilmittel und deswegen geht es mit der Aktie heute auch noch kräftig nach unten, weil dieser Kapitaltag, Kapitalmarkttag, der kam nicht gut an. Henkel da haben wir auch die Zahlen gesehen, die waren nicht ganz so gut und dann. Wahrscheinlich oder anzunehmen, ne? Bayersdorf wird dann direkt mal in Sippenhaft genommen, ne? Auch Konsumgüterhersteller. Wenn es bei Henkel nicht läuft, dann kann es ja bei Bayersdorf auch nicht laufen, ne? Dann aber noch gute Nachrichten: Übernahmegerüchte bei Kia gehen oder fast konkret die Aktie 13% heute im Plus. Ist natürlich schön, wenn man sie hat, aber wir wissen, vorher gab es Probleme. Erst ist der Vorstandsvorsitzende gegangen, dann die Prognose über Bord geworfen, alles an einem Tag. Sieht man natürlich auch im Chart, wie deutlich es hier nach unten gegangen ist. Von daher, müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir eine Übernahme, wo das liegt. Und ich glaube, hier ist jetzt auch schon fast wieder der Deckel drauf. Wer da noch unten dabei war, kann sich jetzt freuen. Aber so großartig, dass man da jetzt aufspringen muss, weil man so ein großartiges Angebot bekommt, weiß ich nicht. Außerdem, Quia geht schön und gut. Aber wer Plug Power hat, muss sich über Queer gehen nicht ärgern. Ne? Plug Power gestern an auch zweistellig im Plus. Es gibt viele gute Nachrichten. Die Analysten werden bei dem Wert bullischer. Fiat hat bestellt. Also von daher, es läuft wieder bei Plug Power. Wir haben die Aktien auf die Watchlist genommen. Oder ich habe sie auf der Watchlist und ich kann mich natürlich dann freuen. Kann über Queer gehen lächeln. Gut, 3%, 3% mehr, aber trotzdem Plug Power auch 10%. An Tagen so wie heute muss man ja auch ein paar. Schöne Punkte im Depot haben, ne? Oder im Muster äh, in der Watchlist. Ich habe ja nur eine Watchlist. Ne? Und deswegen äh, sind das so die Punkte, die so ein bisschen positiv sind. Ne? Wir sehen es. PowerSell legt auch wieder zu. Apple hat gestern ein bisschen nachgegeben. ThyssenKrupp, da gibt es immer noch jetzt neue Gerüchte um die Elevator-Sparte, aber ich glaube, die hauen langsam auch keinen mehr auf dem, vom Hocker. Und dann schon mal von fast vom vorletzten Platz in der Watchlist auf Platz 5. Ne, Platz 4. Sogar geschnellt jetzt gestern. Plug Power mit einem Plus von über 10%, liegen wir jetzt auch 15% vorne. Ich habe gesagt, da könnten gute Nachrichten kommen. Die Aktie könnte noch gegen Jahresende mal richtig Gas geben. Ist jetzt auch so geworden. Und von daher freuen wir uns darüber. Umikor, Nemetschek, Ansonsten alles noch ein bisschen rot. Und wir sehen es Disney hier natürlich 7% im Plus. ServiceNow, unser defensiver Wert mit Bill McDermott im Hintergrund, da habe ich auch erklärt hier, warum die Aktie auf der Watchlist ist, schlägt sich in kleinen Schritten immer peu à peu nach oben, aber solange sie sich nicht zurückfällt, ist ja alles in Ordnung. Wir brauchen ja nicht immer die 10%er, die am Tag äh, nach oben springen. Man will ja auch im Depot ein bisschen Ruhe haben und einen soliden Wert, der sich so peu egal wie die Marktstimmung ist, schön nach oben entwickelt. Das ist für mich Service Now so ein Wert und wenn man den im Depot hat, dann kann man auch um einiges ruhiger schlafen. Dann gucken wir hinten natürlich noch, da sind äh, meine Silberscheine, die auch wieder ein bisschen im Plus sind, wenn die Märkte nach unten gehen. Aber da müssen wir natürlich auch nicht drüber sehen. Biontech, unser Biotech-Wert, der fährt Achterbahnfahrt, vorgestern auch wieder fast zweistellig im Minus. Jetzt geht es wieder ganz gut rauf mit 6%. Da ist die Sache noch nicht entschieden. Und Beyond Meat ist natürlich auch immer noch so ein Hin und Her. Die Anleger trauen sich noch nicht so richtig. Ist vielleicht das gleiche System wie bei Wirecard. Und dann gucken wir dann natürlich auf unser. Gewinnspiel November und wir sehen Hello Labs ist nicht mehr auf Platz 1 abgelöst worden von Ich muss meine Brille aufsetzen. Fuel Cell Energy, ich kann es doch noch verschwommen ohne Brille sehen. Ha, hervorragend. Fuel Cell Energy ist richtig explodiert, hat sich fast im Kurs verdoppelt oder hat sich sogar verdoppelt von 41 Cent ging es rauf auf 83 Cent. Also Wasserstoff hier der neue Trend und natürlich der neue Platz 1 auf unserer Gewinnspielliste für den November und Sie wissen, es gibt ein iPhone. So, das war es aber jetzt auch schon für heute. Ich mache mich jetzt fertig. Heute Abend ist Preisverleihung. Mal gucken, ob ich was abstaube für den Börsenpodcast. Come on, den kennen Sie auch hier auf dem YouTube-Kanal. Da sind wir heute Abend nominiert beim Award und dann schauen wir mal, ob es da was für mich gibt, ob ich da einen Preis mitnehmen kann. Wenn es einen gibt, zeige ich morgen die Bilder. Wenn es keinen gibt, zeige ich keine Bilder. Also bis morgen. Tschüss.